zu Nachgefragt begrüße ich Robin Alexander von der Welt. Grüße Sie ganz herzlich in Berlin. Guten Tag. Ja, nehmen wir mal diese Frage aus dem Beitrag auf. Muss sich da jetzt noch vielleicht der ein oder andere Bundesminister oder auch die Bundeskanzlerin auf dem Weg nach Chemnitz machen aus Ihrer Sicht? Ich finde, in der Debatte verschieben sich da gerade ein bisschen die Kategorien. Also weder gibt es eine Besuchspflicht für Politiker an bestimmten Orten, noch umgekehrt, was Heiko Maas sagt, gibt es eine Pflicht der Bürger, auf Anweisung von Politikern, wie man es heißt, Gesicht zum Zeigen aufzustehen. Also die Pointe bei der Zivilgesellschaft ist ja gerade, dass sie zivil ist und dass sie nicht vom Staat organisiert wird. Also in der Debatte gerade geht fürchterlich viel durcheinander. Vielleicht braucht man jemanden, der Mut macht. Nun war Frau Giffey dort als Ministerin. Könnte vielleicht noch mal so ein mutmachendes Wort vom Bundespräsidenten ganz gut tun? Ich fand nicht, dass der Bundespräsident bisher es an Klarheit hat mangeln lassen. Im Gegenteil, der Bundespräsident ist in der Kritik, weil er auf seinen Social-Media-Kanälen für dieses Konzert geworben hat, das geliked hat, wo ja auch eine Band vertreten ist, die früher mal kritische Texte gegenüber der Polizei gemacht hat und sogar da Gewalt zur Gewalt gegen die Polizei in diesen Texten aufgerufen hat. Also, dass sich da unsere Politik mit noch mehr... Also vielleicht sollte die Politik besser genau wägen, was sie sagt, bevor sie in demonstrative Aktionen geht. Ja, und wenn die Kanzlerin sich dort sehen lassen würde, dann wäre es ein bisschen schwierig, zumal ja jetzt gerade noch im Raum ist. Und da komme ich auf Wolfgang Kubicki von der FDP, der sagt, Merkel ist an allem schuld. Im Grunde genommen dann jetzt übersetzt auch an dem, was in Chemnitz passiert ist. Also ich glaube, das Zitat Merkel ist an allem schuld ist kein Kubicki-Zitat. Wenn, dann hätte ich dieses Interview nicht gelesen. Er hat ja in seinem ursprünglichen Interview etwas gesagt, das hat er jetzt nochmal erklärt. Und ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht in eine Kultur des bewussten Missverstehens kommen. Kubicki hat doch nicht gemeint, Merkel ist schuld an Übergriffen, Merkel ist schuld an Hitlergrüßen. Kubicki hat gemeint, dass die Debatte um die Flüchtlingskrise ab dem Herbst 2015 schlecht gelaufen ist und dass deshalb Leute sich radikalisiert haben. Und das ist eine Teilursache, nicht die eigentliche Ursache. Und da hat er natürlich recht, weil das 2015 keine große Debatte im Parlament stattgefunden hat über das, was am 4. September 2015 passiert ist. Dass das Parlament sich sehr einig war, während die Gesellschaft debattiert hat. Das war doch keine glückliche Versuchsanordnung. Also sollten wir jetzt sehr sorgsam sein in den nächsten Tagen und überhaupt sollten wir sorgsam sein, die Dinge auseinanderzuhalten, die natürlich sich bedingen, aber nicht eine solche eine Gemengelage entstehen zu lassen, aus der andere wieder Kapital schlagen? Na unbedingt. Also auch die Forderung, dass Frau Merkel da jetzt hin muss. Es kann doch nicht sein, dass man sozusagen über Ausschreitungen das Recht erwirbt, dass die Bundeskanzlerin anreisen muss. Frau Merkel ist auch nicht unser Staatsoberhaupt, das ist der Bundespräsident. Also auch hier verschwinden die Kategorien. Ich fand, Frau Giffey hat es sehr geschickt gemacht, oder was das geschickt hat, ist gut gemacht. Sie war vor Ort, sie hat einen ruhigen Ton gefunden, sie hat zuerst an das eigentliche erste Opfer gedacht und dann mit sehr klar gesagt, was nicht geht und was falsch ist und dass man dieses Opfer nicht instrumentalisieren darf. Also Frau Giffey hat dort ja einen guten Ton getroffen. Und das lassen wir mal so stehen, diesen Ton. Wir können nicht nur über Chemnitz reden, denn es gibt auch noch andere Dinge in der Republik. Und es gibt ein paar Dinge, die sich ankündigen. Und da ist die Personalie Kauder. Und ich sage mal ganz speziell und ganz bewusst die Personalie dazu. Also der Fraktionsvorsitzende soll wieder gewählt werden zum Fraktionsvorsitzenden. Aber da gibt es jetzt irgendwie Sturm im Wasserglas oder ein bisschen mehr? Na, es gibt etwas, was es in normalen demokratischen Verhältnissen eigentlich an der Tagesordnung sein sollte, aber in der Union eine Sensation ist. Es gibt vielleicht einen Gegenkandidaten. Es hat sich jemand gemeldet, der heißt Ralf Brinkhaus. Die Zuschauer kennen ihn vielleicht nicht, aber im politischen Berlin ist er durchaus bekannt. Ein angesehener Abgeordneter, Finanzexperte. Und der hat sich einen Termin bei der Bundeskanzlerin geben lassen und ihr gesagt, er würde gerne gegen Kauder als Fraktionschef antreten. Und die Bundeskanzlerin hat ihm geantwortet, Kauder ist mein Kandidat und nicht du. Und jetzt hat sich Herr Brinkhaus seit einigen Tagen offen gehalten, ob er auch gegen den Willen der Kanzlerin gegen Herrn Kauder antritt. Und in dieser Woche müssten wir das eigentlich erfahren, weil am Donnerstag gibt es eine Klausur des Fraktionsvorstands der CDU-CSU-Fraktion. Und da sind Kauder und Brinkhaus beide drin. Und ich glaube, spätestens da muss Herr Brinkhaus sagen, ob er es macht oder nicht. Ja, nur ist die Frage, warum tut das Herr Brinkhaus eigentlich? Herr Kauder könnte doch wiedergewählt werden. Alles folgt quasi einem Naturgesetz, dem nichts entgegensteht, oder?
Bei aller Wertschätzung für Herrn Kauder, dass es ein Naturgesetz ist, dass Herr Kauder Unionsfraktionschef ist, das fände ich jetzt übertrieben. Er ist es in der Tat seit 13 Jahren. Die Kanzlerin will, dass das weitergeht. Aber vor einem Jahr nach der Bundestagswahl gab es schon mal eine Wahl von Herrn Kauder. Und da haben viele Abgeordnete nicht mit ihm gestimmt, obwohl es keinen Gegenkandidaten gibt. Und wer die Unionsfraktion kennt, wer das letzte Jahr beobachtet hat, der hat nicht den Eindruck, dass alle durchgängig zufrieden wären. Viele Abgeordnete haben das Gefühl, dass die Fraktion geführt wird wie eine nachgeordnete Behörde des Kanzleramts und wünschen sich mehr Debatte, mehr Kontroverse, mehr eigenes Profil. Alles völlig legitime Wünsche in der Politik. Und die Frage ist, ob es jetzt einen Kandidaten gibt, der diesem Wunsch Ausdruck verleiht. Und Brinkhaus ringt erkennbar mit sich, ob er das sein möchte. Ja, und wenn es jetzt irgendwie alles schlecht läuft und irgendwie für Herrn Kauder das Ganze dann so dasteht nach dem Motto, wir müssen jetzt doch vielleicht mal offen diskutieren, wie es weitergeht, könnte man dann noch andere Kandidaten ins Feld führen, die dann eventuell wählbar wären? Wer wären die denn? Es geistert immer die Legende durch das politische Berlin, dass der Unionsfraktionschef nur auf Vorschlag der beiden Parteivorsitzenden, also Angela Merkel und Horst Seehofer, gewählt werden kann. Das ist aber nur ein Komment. Theoretisch kann da jeder Abgeordnete sich zur Wahl stellen. Wenn man sich aber anschaut, wer in der Union Profil gewonnen hat in den letzten Jahren, sind die eigentlich alle gerade mit Posten versorgt worden. Also Jens Spahn ist gerade Minister geworden, Carsten Linnemann ist gerade stellvertretender Fraktionsvorsitzender geworden, Herr Altmaier hat einen neuen Ministerposten. Also alle, die eigentlich das Potenzial hätten Herrn Kauder herauszufordern, haben in letzter Zeit einen Karrieresprung gemacht und müssen sich auch erstmal beweisen. Bis auf Herrn Gröhe. Ja, Herr Gröhe könnte das sicherlich gut. Er ist ein angesehener Abgeordneter. Der ist allerdings auch jemand, der aus seiner Zeit als CDU-Generalsekretär und Bundesgesundheitsminister sehr für den Kurs der Kanzlerin steht. Also wenn man Herrn Kauder kritisiert, weil er zu nah am Kanzleramt ist, ihn dann durch Herrn Gröhe zu ersetzen, das wäre ein bisschen so, als würde ein Fußballtrainer, dessen Mannschaft zurückliegt, einen rechten Verteidiger auswechseln, aber keinen Stürmer bringen, sondern einen neuen rechten Verteidiger. Schönes Schlusswort. Robin Alexander von der Welt, ich danke ganz herzlich und das wird uns diese Woche noch erwarten. Also dieser Ausblick, danke dafür. Gerne.